Proxy, du sagst, wenn du es born bis wegen anfangen. Ja, aber ich bin schon im Aufnehmen. Ach, du bist schon Ich am war so Aufnehmen. frei. Okay, dann mache ich jetzt auch. So, neu anfangen und Proxy ist dabei. Und Mucki ist dabei. Hallo. Und die Leute im Stream sind Und ich höre dabei. schon was. Ich höre Hey. Zirpengrillen. Grillen zirpen. Vögel zwitschern. Also Ich kein bin erst Schnee. bei 30%, bei mir dauert es noch ein bisschen. Starting Game habe ich. Okay. Das glaubst du? Oh, So, das. grünes. Ja, sei da froh. Ja, noch. Hoppala, mit Weitsicht. Da ist Wasser. Noch mehr grün. Ja. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. So schön für 5 dich. Kilometer! Ach du Scheiße! Ach du lieber Heini! Oh, das ist Rekord! Na, wer von uns darf Dann nimm die laufen? Beine in die Hand. Das ist Rekord. Ich kann vergessen, das wird nix. Da laufe ich 2 Tage her. Ja und? Also, das ist jetzt echt Premiere. Ich glaube, so weit auseinander waren wir noch nie. 5 Kilometer. Ich bräuchte mal Stein. Will eigentlich noch nicht auf, außer Safe Zone raus. In welche Richtung wissen wir da überhaupt? Ah, Einstein, Richtung Norden, einer okay. noch. Einstein noch, einer noch, einer noch. Komm, 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 Steini, 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 Steini. So. Wie gut, danke dir. Oh, ich Tag freue mich auf 1. nächste Woche. Es ist weit nach 7 und Wieso, was ist denn da? alle leben noch. Ja. Dann habe ich endlich ein bisschen mehr Leistung im Internet und hoffe ich auch schneller spawnen zu können, glaube ich. Ah. Ich bin gerade erst bei 80%. Wow. Na gut, Bist ja das geht langsamer vom als ich. Internet. Wie geht denn sowas? Kleidung. W und W und W. So, immer mal was Gutes machen, während man Ressourcen sammelt. Ne? Na, da unten ist ein Haus. Ich weiß nicht, ob ich mich da gleich hinwagen soll. Oh. Wo ist ein Proxy? Da. Süden. Von dir aus gesehen. Ja. Ja. Kommen wir jetzt auch gleich dazu, dann können wir mal gucken, wo wir stehen. Ja. Okay. Wüste bis grün irgendwo. Wüste ist schon mal ganz cool. Hier auch eine Stadt. Das ist auch ganz cool. 3,3, dann komme ich dann, wo bist denn du? Ich hab 2,4. Ich habe euch mal eingeladen. Ja, dann gehen wir in Richtung Mucki. Du bist Nordwesten, Mucki. Oh ja, ich bin genau in der Mitte von euch, oder? Ich Eben sehe nicht. gerade nicht, wo du bist, das ist das Problem. Die Karte ist ein bisschen. Bist beide 2 Kilometer weit weg. Also Ja, okay, Aldo ist im Norden. wenn man's so nimmt, bist du ziemlich in der Mitte, ja. Passt schon ganz gut. Ah ja. Also Aldo sehe ich zumindest schon auf der Karte. Proxy ist was weiter weg. Okay, ja, fangen wir mal an. Fangen wir mal an, genau. Schon mal gut, dass ihr nicht gesagt habt, fangen wir mal neu an. Also die Stadt hier bei mir hätte sogar ein Schneebiom. Halb. Oh. Nicht ganz, Ich aber halb. weiß noch nicht, ob das so schön ist. Ich habe noch nicht mal ein Nest gefunden, ne? Steppe, 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 Steppe. Oh, ich sehe gerade, ich war mit dem Craften von dem Fiberzeug zu schnell. Ha, ha, ha.
kann ich auch noch nicht. Das hatte ich auch noch nicht. Also, das ist immer witzig. So, wenn wir den Baum mitgenommen haben, sollten wir genug Holz haben. Mal ganz gut. Zwischendurch mal was Vernünftiges machen wir. Bogen. Stein. Stein, Stein, Stein. Stein? Keine Steine? Doch, da. Stein war eben auch mein Problem erst. So etwas wie genug Holz gibt es nicht. Ja, das ist richtig geschehen. Aber genug Holz, um erstmal ein paar Pfeile zu craften. Wenn ich mal irgendwo Federn finde. Darum geht es mir ja eigentlich nur. Ja, 120, das ist ja schon gut. Was jetzt schon? Was? 120 Pfeile. Nein, Holz. 120 Holz. Holz, also ich wollte gerade sagen. Habe ich 81? 120 Pfeile, nachdem ich noch kein Nest gefunden habe, wäre natürlich cool. Irgendwie. Haben wir die Nester ausgestellt? Wäre natürlich auch mal hart. Ich habe ein Nest. Okay, wir haben die Nester nicht ausgestellt. Wahrscheinlich das einzige hier in der Gegend. So wie ich das kenne. Das wenn in der Wüste Nester kann ich euch geben. Ich bräuchte nur Ressourcen. Wollen wir tauschen? Damit ich sie auch verwenden kann. Ich habe hier 8 Ressourcensteine liegen und ich werde sie benutzen. Echt? Ja, nur nicht alle. Also 100 Steine wäre schon nicht schlecht für den Anfang. Ich will eigentlich noch nicht so weit raus hier. Können wir ja noch vom nicht ohne Pfeile. Ja. Ich hab 8 Pfeile, also ein Zombie kriege ich genug. Moin, moin, Captain Garacho. Alles fit? Oh, bei den 8 Pfeilen kann ich mit. Echt? Ich hab jetzt 10. Ich hab grad ein mulmiges Gefühl mit so wenig Pfeilen. Kann man das nachvollziehen? Mach die Beine in die Hand nehmen. Boah, 340 Seeds insgesamt. Ja, da hast du dann nachher einiges an Holz. Gut, an für sich heißt es gleich wirklich aus der Safe Zone raus und Beine in der Hand und laufen, laufen, laufen und vielleicht auch noch laufen. Und nicht sterben. Das wäre ein schöner Zusatzeffekt, ja. Soll man einen Weg, einen Punkt irgendwo zwischen dir und Proxy wählen? Ich suche hier irgendwie noch Lester, ne? Wenn du deine Stadt in der Nähe hast, ist das ja schon mal. Ja, aber die ist noch weiter im Norden. Also, die müsste noch weiter laufen dann. So. Gut, wichtig ist, wir probieren alle in deine Richtung zu kommen. Und dann müssen wir uns halt früh genug immer was für die Nacht suchen, ne? Ich guck nochmal auf den Chat, bevor ich die Safe Zone hier verlasse. Klar, muss bei dir auch. Trainierst du für das Hardcore-Event? Ja, wir haben nach dem letzten Hardcore-Event so langsam ein bisschen angefangen. Und schrauben das jetzt immer weiter hoch.
Mal gucken, also entweder werde ich jetzt von einem Eber gemolcht oder... Ah, genau. Die geht zuerst platt. So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich finde nämlich keine Nester hier. Fleisch hätte ich schon mal. Das ist schon mal ganz gut, ich habe Pilze. So, dann komme ich mal Richtung Nord-Nordwest. Ah, da ist doch ein Nest, ein ganzes. Wow. Geh jetzt auch ein bisschen tief in den Höhle. Ja? Super. Also für mich sieht es nicht gut aus. Hey, ich will die Pilze. Also ein paar Pilze reichen. Habt ihr hier was zu futtern? Vielleicht noch ein paar Pfeile. Pfeilsteine. Noch scheine ich ja in der Safe Zone da drin zu sein, ja. Oh, geil. Also zwischen euch sehe ich schwarzes Blumen, nur so. Das hat jetzt keiner gesehen, ne? Ich werde nicht laufen können, falls irgendwas ist. Was denn jetzt? Bein gebrochen. Ich habe mir ein Bein gebrochen. Scheiße. Und ich habe eigentlich nur so eine Yucca-Pflanze kaputtgeschlagen und dabei ist dann der Boden unter mir eingebrochen. Nee. Ja. Super. Also, wenn irgendjemand so nett wäre und Ausrufezeichen Scheiße in den Chat schreiben würde, wäre das ganz cool. Was passiert dann? Dann musst du bei mir im Chat schreit suchen. Jemand? Nee. Auch noch trainieren müssen. Ihr habt alle mehr Stunden als ich. Danke, Rieke. Captain Karacho, als ich beim ersten Hardcore-Event, also das erste, wo ich mitgemacht habe, da war, habe ich mir Ähnliches gedacht. Ich habe nicht so viel wie die meisten anderen an Stunden und... Aber mein Gott, ich habe überlebt. Das ist so eine Portion Glück dabei. Also du brauchst Glück, du musst das Spiel halt wenigstens kennen, weil Hardcore-Event ist ja nicht wirklich genau wie das Spiel, das normale. Sind ja eigentlich nur die Grundkenntnisse, die du haben musst, und du darfst nicht gleich Ängste haben. Und eventuell schnell Entscheidungen treffen, dann hast du die besten Voraussetzungen. Okay. Deine habe ich genug erstmal. Bones blind! Ich nehme zuerst mal Punkte in Stamina und dann schauen wir mal, wo wir hinlaufen. Lauf, du frisch, das ist das. Hä? Wie? Echt? Hä? Okay. Ich habe noch keine Einblendung gehabt. Wir wissen jetzt eigentlich wo. Und man braucht beim ersten Mal einwälzen. Also, genau. Ich bin schon auf dem Weg zu euch. Ich sehe dich auf der Karte gar nicht, das ist mein Problem. Ach, da unten bist du, okay. Okay. Interessant. Ja, ne? Okay, ich bin aus der Safe-Zone raus, ich sehe die Zombies. Ich sehe endlich mal ein paar Nester hier. Wow! Rieke, danke für den Zeitraum. Oh, Militärzombie, das ist nicht gut. 3 Monate, schön. Dann würde ich mal so ein bisschen zwischen euch zwei gehen. Militärzombie ist nicht gut. Sofern das klappt. Oh, oh, oh. Hallo, ist da? Ich gehe da hin. Meinen Händler habe ich euch geteilt. Jo, keine Zeit zum Gucken. Bin gerade mit Wegrennen beschäftigt. Oh ja, das stimmt. Ja, neben Glück und dem bisschen Spielwissen, klar, liegt es auch an den Admins, was die noch so spawnen lassen. Ja. Im Endeffekt schon, ja. Ich glaube, diesmal schnitzel auch nicht so nachsichtig mit mir. Ich laufe. Weil ich diesmal wieder den Text überlese, wird er mir auf jeden Fall was spawnen. Ich will hier weg. Hast du einen Text überlesen? Ja, ich habe beim letzten Mal die Hinweise überlesen. Ich wusste nicht, dass Schnitzel gar nicht laden konnte. Ich habe nicht gedacht, dass er am ersten Tag schon tot ist. Achso, der erstmal aufgegeben hat. Und ich sollte ihn die ganze Zeit...
als Freund anklicken und ich habe halt die Texte am Anfang ein bisschen überlesen, weil ich da anders beschäftigt war. Ja, kann man sich denken, ne? Das schnitzt du nicht so nachsichtig mit mir. Oh. Jetzt habe ich gleich 4 Zombies an. Apropos, das ist schlecht. Ich habe nämlich nur noch 37 Stamina. Du, also zwischen... Habt ihr schon Bullen gesehen? Nee, noch nicht. Zum Glück. Ja, ich schon. Ah, okay. Zum Glück noch nicht. Ich habe das gebrochene Bein. Bauarbeiter habe ich aber. Die sind nicht schnell, die spucken nur weit. Ja. Die sind alle nicht also schnell. Zwischen euch, wo wir uns treffen könnten, ist leider verbranntes Biom. Ich weiß nicht, ob das so prickelnd ist. Ich guck einfach, dass ich in deine Richtung komme. Prickelnd, ist halt vorne irgendwas mit Wasser ist. Wasser? Gibt's sowas? Anscheinend bin ich noch in der Safe Zone, weil ich habe noch keinen gesehen hier. Aber langsam wird's Zeit. Schiss habe ich aber trotzdem. 15 Uhr. Ja, gut, mein Gott. Eine Schreierin! Ich bin tot. Ah, ja, schön. Erste Schreierin. Ich wüsste nicht, dass ich dir entkommen könnte. Hau ab. 40 Stamina. Ja und? 30. Nun, Captain Karacho, das wird schon. Vielleicht triffst du ja auch auf mich. Ich guck mal, ob ich irgendwo ein Haus finde. Ich glaub, wir können uns da gut. Du siehst ja ungefähr, wie ich spiele. Dann hast du wenigstens schon mal einen Vorteil, du kennst deinen Partner so ein bisschen. Und schon wieder Zombies. Das ist genauso, wie ich Well getroffen habe und ich wusste genau, ich muss auf den aufpassen. Ich wusste, wie er spielt. Wo ist denn das Schwein? Ich hab's doch geachtet. Nicht fallen, nicht fallen, ich bin nicht so schnell. Edel, nicht fallen. Hallo? Was will ich? Jetzt willst du, okay. Ich hab dich mal so gut wie auf der Karte. Delay. Fast. Kleine Legs. Oh, ich hab größere. Und langsam kommen auch die Zombies bei mir an. Er hat auch gerade eben die Map ein bisschen schwerfällig nachgeladen hinten rüber. Oh, jetzt habe ich hier Steppe, wie es interessant aussieht. Ich glaube, das ist auch eine Stadt, aber leider das falsche Biom. Beine vom Rollkommando, ja. Oh. Okay, jetzt kommt das Verbrannte, verdammt. Oh. Oder zerstört es, eins von beiden. Verbrannt ist so gar nicht so wild. Okay, es sieht nach Schnee aus. Oh, ich habe einen Geier. In die Richtung. Geier. Nur drin übernachten würde ich nicht. Ich hab Geier. Du hast Geier? Ich hab Geier. Du bist Geier. Vor allem habe ich Leck, verdammt. Ach, der, okay. So ein 4 Sekunden Leck ist schon mal ein bisschen nervig. Militärzombie, den lasse ich mal gerade rechts liegen. Gute Idee. Kann da bleiben. Der Dicke frisst mir auch zu viele Pfeile. Ja. 16 Uhr schon. Jo, gut schwierig. Ja, ich sehe nichts, wo ich bleiben kann. Ich auch nicht. Da oben ist das Gehäuse. Mach mir schon mal Frames. Ich glaube, das wird was für... Oh ja. Für einen Baum heute Nacht. Hier müssten erstmal Bäume sein. In der Prärie ist das so wunderbar. Ey, da oben ist... Ah ne, das ist ein Trailer. Das ist ein Fähnchen, das schwenkt. Und direkt 5 Zombies, die rechts spawnen. Supi. Das sehr schlecht. Ja. Sehr schlecht. Ein Jucker. Hi, Mac. Auch willkommen bei mir. Sehr schlecht. Ich habe jetzt 6 Zombies gezählt, nur um vorbeirennen. Und es ist Schnee. Kann ich aber nicht weg ohne einen Zombie. Muss mich auch entscheiden. Entweder schlagen oder laufen. Hier ist gar nichts. Kein einziges Gebäude in der Gegend. Außer halt dem Trailer, das ist so super. Gerade nicht so schräg. Außer hinten der Stadt, aber die wollte ich ja nicht unbedingt jetzt.
Gleich am Anfang allein in die Stadt ist, naja. Oh. Immer wenn ich schieße, dreht er gerade ab, ey. Danke, endlich mal gerade. Ist das verrückt? Das sieht nach Wüste aus. Und nochmal Gaia, supi. Ach. Sehr gut, läuft ja 1A. Wasser, immerhin. So. Ein Messer, immerhin. Also das schaut hier eigentlich recht interessant aus. So ein See mit einem schwarzen Biom drumherum und mittendrin ist noch ein grüner Klecks. Okay. Ich wäre froh, wenn ich jetzt irgendwo ein Haus sehe und nicht so weit weg, wie ich es gerade sehe. Ich sehe hier gar nichts, also für mich wird es ein Bäumchen werden. 50 Stamina, Mist, ey. Und Schnee, direkt neben der Wüste. Ach, und Zombies, lasst mich mal jetzt gerade in Ruhe. Was? Okay, mein erstes Reh, was nicht sofort down ist. Duct Tape habe ich. Das hört sich gut an. Wir lernen uns deinem Splint, den du brauchst. Vielleicht brauche ich den gar nicht mehr. Weil die Bäume bräuchte ich ja nicht besteigen. Nee, auf den Polizisten habe ich gerade keinen Bock. Das war ein Treffer! Da ist er wieder! Im Laufen! Komm, finde das Fleisch. Oh! Nicht nur Fleisch, auch wenigstens schon mal eine Holzhütte. Proxy, du hast Schnee dabei, oder? Noch nicht. Kann ich aber organisieren. Ich habe vor, mich einzubuddeln. Militär? Das wird nämlich sonst hier nichts mehr. Hier weit und breit kein Haus. Ich auch nicht. Deshalb buddel ich mich ein. So, dann klopfen wir doch mal an. Oh! Wir klopfen da raus. Hey, dann nee. Sieht leicht. Polizei macht wieder einen Ausflug. Okay, das schaut interessant aus. Warum bist du wütend? Wir hätten Cheerleader-Training machen können, aber wenn du so auf mich losgehst. Jo. Noch jemand? Oh. Ich glaube, für heute Abend nehme ich die mal. Ich habe ja eine kleine Höhle gefunden. Wow. Schau mal, ob die mich haben mag. Oder ob da schon jemand drin wohnt. Oh. Hier da draußen will ich den Holzrahmen nicht haben. Ah, ne, das ist zu tief. Ich muss noch einen höher. Und dann kommst du da dran? WB, Jenny. Schauen wir 19. mal, ob das alles so funktioniert. Was das denn? Herzschlag? Von wem auch immer? War ganz schön laut. Ja. Mein Nachbar hat geklopft, glaube ich. Ich weiß nicht, was die machen, aber es war laut. Okay.
So, jetzt bin ich drin. Jetzt wird nur noch gebuddelt hier. Gut. Also ich würde jetzt gerne sagen, ich bin sicher diese Nacht, aber das weiß ich noch nicht. Ich bin sicher. Die erste Nacht halte ich was. So, was kann ich denn hier in der Nähe noch finden, was mir hilft? Nachtlager ist da. Ich hätte natürlich was zu trinken mitnehmen können, aber egal. Machen wir zuerst mal so. Ein bisschen Holz. Plus 131 habe ich Elevation. Alter Schwede. Das ist heftig. Ein bisschen Jucca. Aldo, falls du es bis zum Meer schaffst, ich bin in einer Höhle. Nee, ich bin für die Nacht sicher. Glaube ich. Hoffentlich. Gruseliges Klopfen. Poltergeister. Ja. Das habe ich auch eben gedacht. Ich dachte erst, das ist da nicht im Spiel. Ich könnte noch ein bisschen Mais mitnehmen. Ja, das ist gut. Ich würde schon fast sagen, dass wir dann am nächsten Tag Richtung Proxy weitergehen, weil bei uns ist eigentlich nur totes Biom, also verbranntes. Okay. Hab ich hier Lex, das gibt's aber nicht. Ich die? Also südlich von euch ist verbrannt, oder wie war das? Das stimmt. Ja, bei mir hier ist verbrannt, ist eigentlich nur noch Süden. Und Wüste. Weil Wüste ist bei mir jetzt hier. Oh, das war eine Schreierin. Soweit ist nicht gut. Sind wir jetzt gar nicht mehr auseinander. Da denke ich mal, sind noch so 5 Stunden, 4. Ja, aber in deiner Richtung ist zumindest kaum verbranntes. Ja, bei mir ist Wüste und Alter, Grünes. Aldo müsste eigentlich bald verbranntes Steppe sehen können. Hm? Aldo müsste bald das verbrannte Biom sehen können. Okay. Weiß ich nicht, ich habe mir das Haus gesnackt und warte jetzt hier. Kommen jetzt gerade nur Jucca und so noch. Ich habe sogar noch 65. 64. Wie weit war ich letztens weg, wo ich auch 2 Tage Anlauf gebraucht habe? Ich glaube, keine Ahnung. 3 Kilometer, das ist 2,6, oder? Kann hinkommen. Ja, geh mal weg. Weiß genau, das wäre dein Tod, wenn du zu mir kommen würdest. Aber jetzt kommt er trotzdem. Gut. Okay. Aber schon. Kann mich ja theoretisch auch raushämmern, ne? Machen wir das auch. Oh, oh, oh. Oh, ich glaube, ich habe ihn gereizt. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Oh ja. Das war aber nicht der, den ich getroffen habe. Nein. Bleibt ihr mal vor der Tür. Hoffe ich. Ach,
bitte haben, Pilz. Mach ein Lagerfeuer. Machen wir das doch. Sitzen wir jetzt gleich am Lagerfeuer und erzählen uns Lagerfeuergeschichten. Ich habe sogar schon drei Töpfe. Okay. Kochter Maiskolben, ne, das kostet Wasser. Gold, können wir uns machen. Da können wir uns auch 2 von machen. Dann brauchen wir die auch nicht mehr. Komm. Warten wir. Nämlich gleich. Ah, schön. Mach ein Lagerfeuer und brenne das Haus damit nieder. Ja. Stoff. Was haben wir denn überhaupt? Okay. Oh, ich höre da schon gleich was. Rumlaufen. Okay. Nicht gut. Der kommt da rein. Frames werde ich mir noch machen. Wenigstens ein paar. Nur Brennmaterial hat er ja. So, YouTube. Ich würde natürlich sagen, jo, wir schalten natürlich ein, wenn irgendwas passiert. Oder wir probieren es dann auf jeden Fall. Und ansonsten geht's dann morgen weiter. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.